Wenn der böse Fliegermann uns nicht gleich umbringt, dann versuche ich nochmal das Schloss zu ärgern. Oh Gott. Gott, schlecht, 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 schlecht. Oh, der letzte Schuss hat getroffen. Der letzte Schuss hat getroffen. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Der Flieger kommt gleich zurück. Ah, Arschmann, hör auf. Nein, ich will kein Medkit benutzen, ich will es sparen. Zum Glück hat er jetzt keine Bombe geworfen. Ich gehe wieder runter ins Wasser. Die Folge beginnt gleich wieder standesgemäß mit einem Hosenaufsetzer. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, wildes Tier. Ah, aua. Hier ist ein Typ. Typ, mach was. Aua. Was ist das denn? Wolf? Sah es aus wie eine behaarte Schlange. Bring's um. Das blöde Vieh kommt da nicht mehr raus. Ah, Lightwolf. Okay. Wer bist du? Du hast Falls End befreit. Ach, du wieder. Wieder zum Leben erwacht. Ich bin mit Joey Hudson in die Schule gegangen. Ach so. Sie ist stark, aber niemand hält Johns Folter lange aus. Gib mir was oder nimm was. Beute verkaufen habe ich ja wieder ein paar. Ja, heute zum Beispiel. Verkauf 2300 haben wir fast. Was denn kaufen? Ich brauche erstmal einen Waffenslot. Habe ich eigentlich wieder ein paar Vorteilspunkte erhalten? Irgendwann mal so nebenbei 5 mittlerweile, ja. Tja. Saboteur, Auto explodieren. Wo war... Dritte Waffe, vierte Waffe. Da muss ich aber erstmal... einen Lieutenant besiegen. Wer auch immer das ist. Ist das einer der drei Großen? John, Jakob oder Faith? Jacob. Sprengstoff, Wurfmesser, Brand. LMG, Raketen, Flammenwerfer. MP, Schrot. 5 Erste-Hilfe-Sets. Ja, wäre auch nicht verkehrt. Gewehr und Kaliber. MP, Schrot. Sprengstoff, Wurfmesser. Panzer, Brech, Spezial, Raketen. Hä? Das sind die ganzen Begleiter. Beweg dich, Haltung schneller. Oh, Ketten, Wurfwaffen, Seitenwaffen, Takedown. Haben wir aber nicht genügend Punkte. Mehr Gegenstände in deinem Inventar. Zum Beispiel 5 Erste-Hilfe-Sets. Hier ist die ganze Munition. Ach, Gewehr, hier steht's doch. Mensch. Ist das jetzt Scharfschützengewehr oder normal? Wenn ich das Bild hier sehe, dann normales Gewehr. Dann brauche ich noch 4 Punkte. Oder hier oben? Auch noch ein Punkt. Ich glaube, ich würde erstmal mehr Gesundheit angehen. Das ist gerade wichtiger als fehlende Munition. Gut. Ich brauche ein Prepper-Versteck. Im letzten waren da Vorteilspunkte oder habe ich die bloß nicht gesehen? Okay, ich wollte ja hier nochmal probieren. Muss ja nicht zwingend mit Pfeil und Bogen sein, ich kann einfach mal so wild draufballern. Zweiter Schuss schon. Du bist es. Du bist es wirklich. So, so, sagt er. Das ging viel zu einfach. Nein! Vergesse ich immer noch, dass man hier in dem Spiel... Boah, ist das laut. Dass man hier in dem Spiel Plätze einnehmen kann, bestimmte. Und diese auch wechseln kann. Jetzt ist hoffentlich nicht wieder zu, oder? Was macht ihr Ärsche denn da unten? Kommt gleich die nächsten an. Der ist ja gar nicht gestorben. Also ich muss keine Taste drücken. Ich muss einfach nur über den sein, auf den landen. Dann geht das schon automatisch. Jetzt weiß ich immerhin, wie der Tod von oben funktioniert. Wusste ich schon beim letzten Mal.
Was lesen? Die Sekte hat am Wasser herumgedoktert. Ja, ja. Jetzt sind die da drüben wieder stationiert. Ist das jetzt wieder... Ist das jetzt noch von weit letzten? Okay. Eieiei. Gut, dann gehe ich rüber und mit der Pistole versuche ich ihn abzuknallen. Aha. Nein, nicht runterfallen. Aua. Ich hätte gedacht, ich sterbe zu Folgenbeginn. Aber nein, jetzt zweimal hintereinander. Benutze Raketenwerfer und LMGs für dicke, böse Fahrzeuge. Guck hier nicht rüber. Ganz schön hoher Bogen, den das Teil nimmt. Haha. Bleibt sogar oben liegen. Der dritte Pfeil hat getroffen. Ich glaube, ich behalte das Scharfschützenvisier. Ist halt am genauesten. Handhabung, ja, hat Nachteile, aber ich behalte es. Es überzeugt mich einfach vom bloßen Gefühl her. Ups. Ich hoffe, die Hose ist stark. Ach nee, von oben war das ja. Ich versuch's nochmal mit Pfeil und Bogen. Ah Mann, wollte grad... Upsa. Jetzt wollte ich gerade nicht schießen. Wollte gerade schießen, da fangen wir wieder an zu atmen. Nee, viel zu niedrig. Es verschwindet viel zu viele Pfeile. Die Ballistik von so einer Kugel, was war das? Es wird gleich wieder laut, ist auch nicht so schlimm wie von so einem Pfeil, weil die Kugel fliegt viel schneller. Hier finde ich wiederum schade, dass man nicht einzelne Sounds lauter oder leiser machen kann. Denn das Jetski ist viel zu laut. Was macht er denn da? Nicht, ach man. Eigentlich wollte ich ihn jetzt von hinten überraschen, aber sterbe ich, wenn ich den jetzt oben hochgehen lasse und die von der anderen Seite ankommen. Die haben einfach auch den Alarm gehört, ne? Annäherungssprengstoff könnte ich auch mal benutzen. Ah. Hier sind bloß Grafik-Mistdinger. Distanz-Schlossknacker. Vorteilshefte. Ich hätte beim anderen Prepper-Versteck vielleicht mal nach den Heften Ausschau halten sollen. Die zum Beispiel. Oh, Granate. Na, mach wieder zu. Na, mach zu. Überraschung. Komm wieder zu. Gut. Zum Glück ist der Bunker sehr stark. Schießen mit Raketen, oder? Eigentlich müsste uns die Tür sowas von gegen den Kopf knallen, wenn die in der Rakete schießen. Böse. Dynamit. Alles voll und Geld. Oh oh. Ich musste die Tür zuhalten, wenn hier irgendwas Sprengstoffartiges gegenknallt. Jetzt habe ich das letzte gar nicht angeguckt, was ich eingesammelt habe. Was war denn das? Nahkampfkram, ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Oh, ich muss stehen bleiben. Damit die Tür nicht zu sehr aufgeht.
Wurfmesser, okay, brauche ich nichts mehr. Dann dampfe ich einfach ab. Ist hier unten Wasser? Ich hoffe schon. Jetzt kommen bestimmt die wilden Fischis an. Ich gehe auf die andere Seite. Da bin ich zwar bestimmt auch nicht sicher, aber komm erstmal ein Stück weg. Die schießen immer noch ihre Raketen. Sollte ich nochmal zurück? Nochmal nach Vorteilspunkten gucken? Ich meine ja. Sunrise Dreschplatz, genau. Nein, will ich selbst hin. Genau in der anderen Richtung. Warum ging das jetzt wieder so schnell mit dem Rumdrehen? Die schießen immer noch fleißige Raketen da oben drauf. Ja! Rückzug! Das ist unser Zeichen. Oh oh, zum Sterben. Na, Baum. Na, noch einer. Ich habe noch ein Medkit, was ich auch einsetzen werde, im Zweifelsfall. Ich will jetzt nicht wieder sterben. Hä? Böser Mensch, wo bist du hin? Au, er hat zurückgeschlagen. Hat er zurückgeschlagen. Böser Mann. Sollt ihr eigentlich schnell weg, es kommen eh gleich wieder welche an. Aber ich nehme noch die ganze Munition und vor allem meine Pfeile wieder mit. Hier sieht's aus, als ob hier jemand rüber wollte und umgekommen ist. Was sind das wieder für wilde Tiere? Gott, ich komme gar nicht hinterher mit der Anzeige da. Oder das Spiel kommt gar nicht hinterher. Viel zu viel eingesammelt. Im Radio kommt meistens immer blöde Musik, im Gegensatz zur allgemeinen Spielmusik. Nein. Keine Lust. Hier wäre auch eine Brücke gewesen, aber hey. So, wo war das Ding nochmal genau? Zu meiner Linken muss ich, ne? Da, genau. Oh. Na toll. Oh Mann. Ich muss doch unbedingt nochmal nach den Vorteilsheften gucken. Aber ich war schon, meine ich, recht aufmerksam. Es muss nichts heißen, ich weiß, aber ich guck da lieber nochmal nach. Regenbogenforelle gibt's hier. Habe ich das gerade gesehen? Hier gibt's noch eine Angel für uns. Ja. Ach, die kann man immer mithaben. Auswerfen, anlocken, halte Q gedrückt und drücke E zum... Entschuldigung. Halte Q gedrückt und drücke E, um zum Werkzeuggrad zu wechseln und die Angel auszuwählen. Drücke Mausrad, um die verlängerte, um die verfügbaren Fliegen durchzuschalten. Mit dem Vorteil, König der Fischer, erhältst du Fliegen, die größere Fische anlocken. Halte linke Maustaste gedrückt, um auszuholen und lasse Link los, um die Angelschnur auszuwerfen. Bewege die Schnur mit rechts, um den Köder attraktiv zu machen. Ich probiere es mal aus. Wer ist, ärgert mich jetzt jemand? Kann ich mich hier hinsetzen? Nein, ich angel jetzt. Hör auf. Ich hätte mich hier hinsetzen können. Mann. Moment, da angel ich mir so ein Flugzeug. So, ein bisschen rumwackeln, damit die denken, das ist ein kleiner Regenwurm im Wasser. Ah. Hole den Fisch mit der rechten Maustaste. Achso, Leine ein. Achso, ich muss hier linke Maustaste drücken, um hier einzufangen und dann mit der rechten Maustaste Leine einholen. Und gegenhalten. Ermüde ihn, indem du gegenhältst. Gegen Fischbewegung. Die Schnur gerät dabei unter Spannung. Wenn die Schnur rot wird, dann hör auf, dagegen zu halten und den Fisch einzuholen, denn sonst reißt sie. Ist der Fisch müde, hole ihn ein, bevor er wieder zu Kräften kommt. Oh Gott, das ist eine richtige Wissenschaft. Die Schnur ist noch grün.
schaff das. Mein erster Fisch, der wird ganz einfach. Weh, jetzt stört mich jemand beim Angeln. Fischi, komm her. Vielleicht haben wir Geld. Yeah, Regenbogenforelle. Hey, hallo, kleiner Freund. Ist ja wirklich Regenbogen, Regenfarben, Bogenfarben. Nochmal. Jetzt angle ich wirklich in... Ach, da ist jemand baden gegangen. Oh. Na, 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 na. Leine, wirst du rot? Ein Vorteilspunkt erhalten. Leine ist noch grün. Jawohl. Hm. 12,24... Was sind nochmal LBS? Pfund? Nee, oder? Dann nicht bei den Amerikanern. Was tanzen die denn da so? Ich angel hier. Mal in die Richtung. Warum zieht man das mit der linken Hand ein? Da gibt es doch extra eine Kurbel für, ha? Schnur noch grün. Angel bricht noch nicht. Wie schnell angeln und wie einfach das geht. Nix mit stundenlang rumsitzen. Nee, innerhalb von 2 Minuten 3 Fische gefangen. Das nenne ich das wahre Leben. Ich angel jetzt, geh weg. Nein. Du treibst mir bloß meine Fische, hau ab. Also bei diesen einfachen Fischen, ja, weil ich gerade das erste Mal angel, wird das wohl nichts mit diesem Rot werden, der Schnur. So, jetzt haben wir genug. Alle guten Dinge sind 3. 12,49. Kann ich damit auch Leute ärgern? Die Angeln kann man bestimmt auch zweckentfremden. Bloß wie zielt man damit, ist die Frage. Hm, muss ich mal ausprobieren. Eigentlich wollte ich ja wieder zum Prepper-Versteck. Ich habe jetzt schon ein paar Vorteilspunkte, aber ich schaue erstmal hier drüben nach. Ob ich da noch ein paar Vorteilspunkte erwische. Ich habe wieder kein Fahrzeug. Was ist das denn da? Hält den Turm standhaft, hä? Diese Seile da? Komisch, jetzt wird wieder an der Schnur gezwirbelt. Ob hier ein Fisch lauert? Bestimmt nicht. Achso, ich könnte die Fliegen... Oh, Fliegen auswählen. Mach ich jetzt nicht. Lupine. Oder ein Stechapfel. Nee, ist eine Lupine. Das ist eine Lupine. Was ist denn das für eine Farbe da? Na, ob das so gesund ist? Munition. Was? Kommt jetzt der Panzer an? Der Verkünder, ja? Och du Scheiße. Gib, 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 gib. Waffenrad. Der Verkünder kommt. Lass dieses Ding nicht durch. Ach du Scheiße. Was sollen wir tun? Ich geh mal zur Seite, weil er trifft uns eh. Das soll er sein? Ist doch ein Campingwagen, oder? Naja, nicht ganz. Also schnell wird er nicht kaputt gehen, schätze ich. Mann, das ist ein dickes Ding. Hinterher! Gott, schaut mal, was der für einen Lebensbalken hat. Achso, das Ding ist kaputt, okay. Wir auch gleich. Reifen kaputt brennen. Gleich wieder ganz. Ist ja gleich weg, der Verkünder. Sicherheitshalber nochmal Munition mitnehmen, wenn ich nicht sterbe. Pfeif auf das erste Hilfeset. Einsteigen. Das Lenken geht wieder nicht, jetzt erst. Eigentlich wollte ich nach den Vorteilspunkten gucken. Ach, je. Psst.
Reicht schon, wenn ich hier dazwischen quatsche. Ist der vielleicht abgebogen? Autohaus. Jerome, wir sind gleich ein volles Ende. Der ist abgebogen, oder? Okay. Das dicke Ding fährt abseits der asphaltierten Straßen. Komm mit. Einfach der Nase nach. Können wir das dicke Auto nicht einfach mitnehmen? Hier hat er schon aufgeräumt. Da vorne fährt er. Ich würde aber sagen, wir machen das mal in der nächsten Folge. Also nächste Folge sterben wir und der Verkünder fährt weiter. Das kann ich schon mal prognostizieren. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.